Hallo ihr Lieben, ich habe wieder ein Wahnsinnspaket von meiner lieben Manu bekommen. Der absolute Wahnsinn. Vor allem, weil wir eigentlich abgesprochen hatten, dass es erst zu Ostern ein Paket gibt. Ja, absolut irre. Riesenpaket. Ich habe schon mal vorsichtig aufgemacht und gesehen, dass hier noch andere Leckereien mit drin sind. Es duftet mir schon entgegen. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe auch noch nicht weiter reingeschaut. Ich weiß nicht, wie viele Kerzen drin sind. Ich habe absolut keine Ahnung. Es wird Zeit. So, fangen wir erstmal an mit dem, was oben liegt. Wir haben hier einmal von Bioderma ein Pröbchen. Ach, das ist ganz gut. Getrocknete Wunden, frische Narben, Bläschen, leichte Verbrennungen. Das passiert ja bei mir tatsächlich öfter. So. Dann habe ich hier schon mal entdeckt, das hat jetzt schon wieder nichts mit dem Pröbchen zu tun, es kommen noch welche. Ich glaube, ich habe das Paket auch schon ein bisschen geschüttelt. Es wartet jetzt auch schon eine Woche bei mir. Frag nicht, es riecht mir schon nach Erdbeere entgegen. Sehr cool. Ich liebe ja Erdbeerduft überhaupt nicht. Man sieht nicht in jedem meiner Videos aktuell irgendwelche aufgebrauchten Erdbeerdüfte. Sehr, sehr lecker. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, ich bin nicht zum Tränen gekommen, weil jetzt Buchmesse war. Das Paket kam direkt vor der Buchmesse. Und ich wusste die ganze Zeit, es wartet. Hier, ich habe Hunger. Ein Studentenfutter mit Cranberries. Ich liebe Nüsse mit Cranberries. Hätte ich vielleicht vorm Drehen. Riecht auch schon ganz gut. Schon mal was futtern können. Ich bin immer so ein bisschen überfordert und aufgeregt von solchen Paketen. Wir haben hier noch von Annemarie Börle. Die soll echt gut sein. System Absolut Light. Anti-Aging. Regenerierende Nachtcreme und Tagescreme. Kann ich auch gleich ausprobieren. Wir wollten nämlich heute noch zu DM neue Tagescreme kaufen. Passt mal wieder wie die Faust aufs Auge. So, TT Sept, Rückenwärmebad. Das ist auch perfekt für meine Rückenschmerzen. Weißt du, was die Manu mir ja wieder alles reingepackt hat? Kann ich mir auch morgen gleich ein Bad einlassen. Aktuell sind die Haare noch frisch gewaschen. Übrigens auch frisch geschnitten. Meine Klinik-Frisur. Sie sind aktuell tatsächlich kämmbar. Ich habe Haare, die man kämmen kann. Ich weiß, schöne, dicke, voluminöse Naturlockenhaare. So schön sind sie nicht immer. Ja, und da kann man eigentlich morgen wieder ein frisches Bad anmachen. So, was habe ich noch? Habe ich mittlerweile schon einig. Von Airwick Life Sense Duftwachs, winterlicher Zimttraum. Ich weiß, ich zeige euch die Produkte jetzt völlig durcheinander, aber ich habe sie jetzt nicht vorher rausgesucht und sortiert. Das widerspricht ja dann auch ein Unpacking. Ja, davon habe ich jetzt mittlerweile, ich glaube, das ist jetzt schon das dritte. Das gibt es wahrscheinlich immer zu diesen elektrischen Duftlampen. Ich habe ja keine. Und ich glaube, der roch sehr, ja, sehr lecker. Also das ist wie ein Apfelpunsch so ein bisschen. Also richtig guter Duft. Ob ich den jetzt Ende März nochmal anmache oder ob ich mir die alle aufhebe bis dann so Oktober, November, werdet ihr im nächsten Aufgebraucht-Video sehen. Denn für März gibt es jetzt zum Beispiel eins. April werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich dann schon in der Klinik bin. Und wobei ihr dieses Video wahrscheinlich erst Ende April, Anfang Mai sehen werdet. Ich sammle ja ein bisschen für meine Abwesenheit, damit ihr auch was sehen könnt, auch wenn ich sozusagen gar nicht da bin und Videos drehen kann. Und ja, der März war auf jeden Fall sehr erfolgreich, was das Aufbrauchen von Düften anging. Hätte ich nicht gedacht. So, dann leuchtet mir hier schon ein schöner Sommerduft entgegen, nämlich von Sensationals Tropical Fiesta, Passion Fruit und Guava. Der sieht richtig gut aus, oder? Haben wir hier zwei Nuggets. Oh, der ist lecker. Komm raus. Ich will dir am Popo schnuppern. Oh, lecker. Riecht so ein bisschen wie Multivitamin-Bonbons.
Sehr gut. Dann tue ich schon mal auf den sofort anzünden Stapel. Der kann definitiv jetzt die nächsten Düfte angedüftet werden. So, dann haben wir hier, weiß nicht von was es ist, riecht undefinierbar, hat ein bisschen was Florales, ein bisschen was Himbeeriges und irgendwie noch eine Schokonote. Die Schokonote gehört dort aber sicherlich nicht hin. Mal gucken, was die Manu dazu sagt. Kann mir dann frisch erzählen, was es ist. So, dann habe ich hier ein paar coole, selbstgegossene Cactus and Sea Salt. Die Abkürzung sagt mir gar nicht. Vielleicht kennt sich da jemand aus. Sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Riecht ein bisschen merkwürdig. Also man riecht diese schöne frische Sea Salt Note. Also das ist sehr lecker, aber noch irgendwas. Anderes. Ich glaube, eine leichte florale Note ist drin. Hat bei mir jetzt aktuell einen kleinen Kopfschmerzeffekt. Würde ich mal ausprobieren, ein halbes Tart im Bad. Also so ein halbes Pflänzchen und mal gucken, was es tut. Ansonsten lasse ich das einfach für meinen Freund da. Der hat jetzt so schon seinen eigenen Stapel, was er anzünden darf, wenn ich in der Klinik bin. Da wird er dann fleißig aufbrauchen und der steht sehr auf Parfüm und so florale Düfte. Also vieles, von dem ich Kopfschmerzen kriege, das kann er dann sozusagen anzünden und dann müsste ich das vorher mal noch ausprobieren, was das mit mir macht. Dann sehe ich hier schon ein Duftsachet. Lemongrass, da hatte ich das erste Mal von Darlinka. Da habe ich erstmal geguckt, was ist das eigentlich? Da musste ich mich erstmal informieren. Ich habe noch nie in meinem Leben Duftsachets gesehen im Laden und bin immer wieder erstaunt, wenn ich so eins bekomme. Riecht ein bisschen frisch. Ob das nun Lemongrass ist oder eher eine Limette, darüber lässt sich streiten. Riecht wirklich nicht schlecht. Aber es hat halt nicht dieses Kerzige. Also ich finde diese Duftsachets haben einen ganz anderen Duft als die Kerze. Würde ich mit in den Garten nehmen. Da mit der Garten, also unsere Laube, nicht so mufft. Und dass dort so ein bisschen eine frische Brise reinkommt. Ich hatte ja mit in den Garten tatsächlich mal eine Duftkerze mitgenommen. Aber da wir auch überall Holz stapeln, habe ich dann immer so ein bisschen Angst. Und dann denke ich, ist das dort eine sehr gute Möglichkeit, um einen frischen Duft reinzubringen. Weil unsere Vormieter, ich rede lieber nicht über den Garten und die Vormieter, auf jeden Fall ist es dort überall ein bisschen muffig und nun ja. So, dann habe ich hier ein Päckchen mit Wellness-Duftperlen, ideal für alle Wohnräume und Badezimmer. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Wellness-Duftperlen verströmen einen wunderhaften, dauerhaften. Oh, Apfel. Apfel mag die Manu ja eigentlich gar nicht. Ja, ich hatte schon mal solche Perlen, aber als Deko in Blau in einer Vase. Und das sind jetzt quasi auch Deko-Perlen. Nur, dass sie nach Apfel riechen. Ich mag es jetzt nicht aufmachen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich bin ja so ein bisschen ein Deko-Fan, auch wenn mein Freund manchmal stöhnt. Wobei er hier überall solche Holzscheiben rumliegen hat. Ne? Also zum Thema Deko, da wird noch die eine oder andere Debatte geführt. Und ich mache dann immer ein Schälchen oder so eine kleine Vase und dann kann man da auch eine Blume reinstellen.
Sehr schön. Wusste ich gar nicht, dass es die sozusagen auch mit Duft gibt. Jetzt sehe ich hier schon den nächsten Stapel. Ich habe noch etwas zu essen gefunden. Wie gut, dass es kurz vor 12 ist und ich Hunger habe. Und zwar zwei Mini-Hanutas und ein Duplo. Ich packe das mal ganz schnell weg, weil ansonsten futtere ich jetzt noch was und dann hat man immer die ganze Schokolade zwischen den Zähnen. Ich habe Osterdeko gesehen. Oh, ich habe echt Hunger. Hier solche süßen Häschen, die hier hinten solche Klebestellen haben. Da hatte ich zu Halloween auch Eulen. Eulchen, ja, zwei Stück. Die mache ich immer gerne an hier so an Blumentöpfe. Das hier ist übrigens ein 2 Meter großer Benjamin. Seht ihr nicht. Und hier hinten ist eine Calamansi, die immer noch zwei Calamansis dran hat. Die muss ich mal noch abernten, damit sie jetzt dieses Jahr neu produzieren kann. Habe ich übrigens nicht letztes Jahr gekauft. Also die Calamansis, die sind tatsächlich aus Eigenzucht. So, dann habe ich hier noch ein Deko-Element. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier noch mehr gibt. Ich habe auf jeden Fall noch einen coolen pinken Hasen gesehen. Ah, Pink! Ja, also damit werde ich definitiv meine Blumentöpfe verschönern. Und eine Sahne-Muku. Ist ganz witzig, ich habe auch welche. Ob ich da Manu welche reingetan habe? Ich glaube nicht. Ich glaube, Süßkram hatte ich ja gar nicht mit reingepackt. Das nächste ist von Yankee Candle Home Inspiration. Ich bekomme jetzt immer mal was von Home Inspiration und ich habe bei uns noch nie welche gesehen. Liegt aber auch daran, dass es hier in Chemnitz eigentlich gar keinen Ort gibt, um Yankee Candle zu kaufen, außer vielleicht mal bei Thalia. Und zwar Exotic Fruits. Das heißt, das könnte wieder ein richtig toller Sommerduft sein. Ich guck mal. Oh ja. Passionsfrucht, sehr stark. Eine geile Frucht. Ich liebe auch, wenn man diese auslöffeln kann. Mm. Ja. Könnte so Passionsfrucht, Mango, Guave sein. Gut, hier ist noch Kiwi drauf. Geiler Duft. Lohnt es sich eigentlich auch mal, ich mache die ja tatsächlich die Votivkerzen in so kleinen Gläsern an, das Ding zu zerschneiden, damit man von dem Duft noch mehr hat. Der kommt definitiv auch auf den bald zu Riechenstapel. Ich habe jetzt die nächste Schicht entdeckt und zwar einen meiner Lieblingsdüfte. Habe ich schon erwähnt, dass Manu eigentlich keine Apfeldüfte mag? Apple Cider Donut. Ich liebe ihn. Hat mich Patty draufgebracht. Der ist so gut. Man hat so eine leichte Apfelnote, man hat eine leichte Zimtnote und dann noch so ein ganz leckeres Gebäck. Ob das jetzt dieses in Öl gebadete Donutteilchen ist, sei dahingestellt, aber der riecht so lecker. Oh. Mm, unfassbar gut. Fantastisch. Und hab ihn ein ganzes Päckchen. Oh, Manu, du bist gut. Yam, 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 yam. So, dann hier ein kleines Kerzchen. Sieht sehr, sehr niedlich aus. Ich habe noch mehr Deko-Elemente gefunden. Riecht nach nichts. Wirklich sehr süß. Finde ich, ist also sowas benutze ich auch lieber als Deko, als dass ich es anzünde. Das ist immer ganz witzig. Ich habe von Weihnachten diese ganzen kleinen Motiv-Teelichter, ja, wo man irgendwelche Tannenbäume hat und Weihnachtsmänner und Handschuhe und hast du nicht gesehen, finde ich so schön und die sammle ich immer und das wäre jetzt eher so Frühling. Ja, oder so Valentinstag. Und die stelle ich dann hin, die sehen einfach schön aus. Und ich habe eine Freundin, die zündet die dann halt auch an. Also die werden dann zu Weihnachten auch angezündet. Und die sehen auch so schön aus. Ja, also das wäre, denke ich mal, weil das so niedlich ist. Und man in dieser Passgröße wahrscheinlich, obwohl hier kann man vielleicht auch ein normales Teelicht reintun. Aber da muss man es auskratzen. Also ich finde das so schön. Das kann man sich eigentlich so zwischen zwei kleine Blumen stellen. Auf dem Küchentisch zum Beispiel. Ach, ich habe eine schöne Deko. Wir haben ja jetzt die Hasen zusammengeführt. Und der kleine Hasenkäfig stand bei uns in der Küche und der große im Flur.
Und jetzt habe ich auf der Kommode in der Küche wieder so richtig viel Platz. Und da habe ich jetzt bei uns im Garten habe ich Gurkenzehrweide und Forsythie abgeschnitten. Und da habe ich da jetzt schon meine Ostereier dran hängen. Ich weiß, es ist Ende März, aber ich bin zu Ostern wahrscheinlich nicht da. Ja, das sieht unfassbar gut aus. Und da passt es gut hin. Ne? Und dann halt auch solche kleinen, halt auch wieder solche niedlichen Deko-Elemente, die man hier so rankleben kann. Einfach schön, da gehe ich voll auf. Wobei die meiste Deko habe ich tatsächlich für Weihnachten, da habe ich drei Kisten voll, also drei solche Kisten. Und Halloween liebe ich aber auch. Hier haben wir nochmal so ein Steinchen. Die sehen so aus, als ob sie im Dunkeln leuchten können. Da muss ich die Manu mal fragen. Jo. Jetzt haben wir... Ich kann mich gar nicht entscheiden. Wir nehmen mal das. Ach ja. Unicorn Dreams von Cheerful Candle. Die Cheerful Candle hat ja zwei solche Unicorn Nugget Düfte. Drei sind hier drin. Und ich wollte beide mal ausprobieren, aber ich war immer so ein bisschen skeptisch. Der eine war, glaube ich, sehr süß und der andere eher parfümig. Und ich habe mich immer gar nicht getraut. Ich glaube, das ist der parfümige. Naja. Der riecht ein bisschen wie diese Champagner-Düfte, die ich im Unpacking von der Jessica hatte. Der eine war, glaube ich, von Sweet Mamselle. Und der andere, da war noch so ein Mermaid-Duft. Und der andere von Ice Flowers. Der hat so ein bisschen dieses prickelnde, dieser prickelnde Geruch, ne? Dieser Sektgeruch, wie auch immer man den hinkriegt. Und dann hat er irgendwie noch was Blumiges. Also, das ist nichts für mich. Aber schön, dass ich es mal ausprobieren durfte. Dann einer meiner Lieblings-rote Bärendüfte, nämlich Berry Trifle. Gleich doppelt eingepackt. Da hatte ich ja auch mein großes Glas, was jetzt leider alle ist. Der ist fast so gut wie Berry Jam, aber nicht so gut wie Berry Jam. So, zeig ich mal her. Ja, der ist einfach schön. Hier sind ja hauptsächlich Himbeeren drauf. Himbeeren mit Sahne. Die Sahne rieche ich übrigens nie. Also für mich ist es ein reiner Bärenduft. Und ob das jetzt wirklich nur Himbeeren sind, oder ob da vielleicht noch eine Erdbeere mit reingehopst ist und noch eine Johannisbeere, kann ich vom Riechen immer gar nicht sagen. Oh, es sieht so geil aus. Ich weiß nicht, wie gut dieses Rot in der Kamera rauskommt. Oh, der ist so lecker. Der ist so lecker. Yum, 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 yum. So, ist schon angefangen. Das heißt, bei... Da habe ich dann auch keine Skrupel, den weiter zu zerschneiden. Ich glaube, ich habe noch ein Tart und da werde ich das hier sicherlich demnächst aufbrauchen. Dann haben wir hier was Blaues. Das war mal eine Sonne, so eine Tafel mit einer Sonne. Und zwar von Sweet Mamselle. Velvet Sugar, Pink Sugar und Country Cream. Das kann interessant werden. Guck mal. Also für mich ist es eine Trüffelschokolade. Also deswegen bin ich so ein bisschen erstaunt. Es riecht. Es riecht wie eine Trüffelschokolade. So Erdbeertrüffel mit Vollmilchschokolade drumherum. Also es riecht ehrlich gesagt so lecker, ich könnte fast reinbeißen, wenn es nicht blau wäre. Also es hat eigentlich die falsche Farbe für den Geruch. Ja, Velvet Sugar, also unter dem Titel hätte ich mir was ganz anderes vorgestellt. Riecht sehr lecker, also... Merkwürdig manchmal. Aber das sind halt diese zusammengemixten Düfte. Deswegen traue ich mich immer nicht so verschiedene, bei dieser Custom Order, verschiedenes zusammenzumixen, weil wer weiß, was dabei rauskommt. So, jetzt haben wir auch einen Duft. Da habe ich, glaube ich, auch noch einen
Tarte, einer der ersten Düfte, die ich je von Yankee Candle hatte. Und zwar Pink Grapefruit. Ich liebe Grapefruit. Sowohl zum Trinken als auch die Grapefruit, als auch Grapefruit Parfüm hatte ich mal. Also so ein Spray von The Body Shop. Ja, ist ein schöner Duft. Für die Wohnung ein bisschen zu zitrisch, also ich würde es ins Bad packen, ja, also im Bad hat es ein richtig schönes Aroma. Es hat auch vom Duft her mehr Aroma als das Tarte, was ich habe, ist ganz spannend. Ja, sehr leckerer Duft. Also würde ich, wie gesagt, mir nicht ins Wohnzimmer packen, aber im Wohnzimmer habe ich, glaube ich, im Allgemeinen keine Zitronendüfte, außer im Sommer dann Lemongrass und Ginger, weil es schön erfrischend ist. Oh, sehr lecker. Sehr, sehr, sehr leckerer Badduft. Echt schön. Dann habe ich noch was selbstgebackenes und zwar Magic Cookie Bar. Ah ja, Magic Cookie. Das muss ich kurz überlegen, aber mir duftet es tatsächlich schon entgegen. Da habe ich, glaube ich, das Glas vertauscht gehabt gegen Berry Jam, ja. Hier riecht es sogar noch ein bisschen besser als mein Glas. Also grundsätzlich ist es ein Kuchen mit viel Butter, viel Zucker. Ich rieche immer angebratene, so ein bisschen geröstete Kokosflocken raus. Ja, also für mich hat das was Kokosflockiges und ein bisschen was Angebranntes. Den mochte ich damals am Anfang sehr und wenn ich den jetzt rieche, dann weiß ich wieder warum. Also der hat echt was Schönes, aber der hat auch was sehr Penetrantes. Aber dadurch, dass diese Herzchen hier so klein sind, könnte ich eigentlich immer wieder versuchen, so ein kleines Herzchen anzumachen und mal gucken, was es mit mir macht. So, jetzt habe ich hier zwei Nuggets von Goose Creek und zwar Dazzling Popcorn. Kann gut sein, muss aber nicht, wie mit so einigen süßen Düften. Komm her. Mhm. Ja, hat wirklich was wie Butter, süßes Popcorn mit Butter und Zucker. Und habe ich so einen ähnlichen Duft. Der heißt aber, glaube ich, ganz anders. Wo aber auch so viel Butter mit drin ist. Ich denke, das ist ein sehr schöner Duft für den Herbst, so für diese Halloween-Zeit. Hm. Sehr lecker. Also riecht sehr lecker. Ist mir jetzt, denke ich, aber für diese Frühlings- und Sommerzeit ein bisschen zu schwer. Also so ähnlich wie diese Trüffelschokolade. Das sind alles so Düfte, die ich, denke ich mal, so ab Oktober anmachen würde. Ich denke mal, das passt sehr gut. Ich bin zwar, also grundsätzlich bin ich kein wahnsinnig saisonaler Düftler, aber wenn es draußen kalt wird, sehne ich mich so nach Schokolade, süß und Apfel und Zimt und so. Also irgendwie, vielleicht ist es auch die Werbung, ich weiß es nicht. Aber wenn ich so langsam die Nase voll habe von 2 Grad, dann sehne ich mich nach Erdbeerdüften. Ja, also saisonal. Nach was ich mich eigentlich nie sehne, sind Blumendüfte. So, hier haben wir noch von Traumdüfte Berrylicious. Berrylicious ist ja immer so ein guter Titel. Das sind zwei solche Schokotafelstücke. Das könnte ein sehr leckerer rote Beerenduft sein. Oh ja. Sehr lecker. Ich denke mal sehr viel Blaubeere. Oh. Der ist schön. Der ist richtig schön. Der kommt auch mal mit auf den Bald-to-Duft-Stapel. Ich weiß, ich nenne den jedes Mal anders.
Von Sensationals Pumpkin Spice. Ja, das spricht wieder so für Oktober, weil das wahrscheinlich so mit dieses Spice, das ist ja sehr viel Muskat und Zimt. Denke ich mal, das ist wieder so ein Herbstduft. Komm her. Ja. Ja, sehr viel Zimt. Ein bisschen fruchtig. Ein bisschen fruchtig durch diese Kürbisnote. Hat vielleicht auch ein bisschen was Apfeliges. Also ich finde so ein bisschen Zimt. Zimtapfel. Wirklich. Ab Oktober ein sehr, sehr, sehr passender Duft. So, hier haben wir nochmal Goose Creek. Hier haben wir Pumpkin Cupcake. Hat mich die Mahnung ein bisschen verwöhnt. Tippe ich auf dasselbe aufgrund der Gewürze. Also für Zimt ist es jetzt im März einfach vorbei. Riecht ganz anders. Ja, man hat wieder diese leichte, fruchtige Kürbisnote. Kaum Zimt. Für mich ist es eher wie ein bisschen eine Vanillecreme. Also fast wie, ich will es nicht Vanillemilch sagen. Ja, so ein bisschen gebäckig Vanillemilch. Ein bisschen Kürbis, sehr schöner Duft, auch sehr, sehr dezent und dadurch, dass der Zimtanteil fehlt, könnte das sogar noch was für jetzt sein, aber mit Zimt im März ist echt vorbei. Wir hatten letzte Woche, dachte ich mir, machst du nochmal einen Zimtduft an, den ich glaube von Jessica zugeschickt bekommen hatte. Weiß ich nicht, zeige ich dann in den aufgebrauchten Videos und da habe ich gleich gesagt, okay, das wirklich, also Zimt ist einfach durch. Wohlfühlmomente Gottfried. Gottfried? Schön. Schön. War das nicht auch Opa Hausen von Wohlfühlmomente? Also die Namen, die finde ich ein bisschen. Der ist männlich. Ist für, also ein Badduft auf jeden Fall. Hat was männlich herbes. Und zwar aber weniger Parfüm männlich herb, sondern eher Weichspüler männlich herb. Also ein herber männlicher Badduft. Ich denke, der wird gut. Oh, hier wird sich mein Spatze freuen. Lake Sunset. Den ich ja immer nicht einordnen kann. Also Patty beschreibt den immer und ich denke mir immer, Patty, ich habe keine Ahnung, was du da rausriechst. Ich rieche das nicht. Ich glaube, einer der Lieblingsdüfte von meinem Spatz. Also neben Warm Desert Wind. Er riecht mir jetzt schon entgegen. Isikless. Pine Pomelo. Und noch irgendeinen, den wir nicht haben, der ist aus dem Sortiment, da heult er jedes Mal. Ich habe keine Ahnung, nach was das riecht. Ich habe, ja, also ein wunderschönes Label. Es ist ein bisschen was Fruchtiges, ein bisschen Vanille, ein bisschen leicht Parfümiges. Ich hab keinen blassen Schimmer. Badduft. Also für mich ein Badduft. Mein Männel kann den, glaube ich, überall. Der kann überall. Der hat auch vor anderthalb Jahren ein mittleres Glas von mir bekommen. Oh, bei sich in Leipzig. Ja, also im Bad finde ich ihn gut, aber ansonsten in anderen Räumen kann ich mit dem einfach nicht anfangen. Aber ich glaube, ich bin halt einfach das Food and Spice Mädel. Ja, also kann man nicht machen. So, es folgen noch 20.000 Düfte. Ich habe hier mal wieder eine Schicht abgeräumt. Die Manu hat es ein bisschen spannend gemacht, indem sie alles immer so ein bisschen einzeln eingepackt hat. Ich habe hier noch weiter diese Dekosteinchen.
Und diese schönen Häschen. Ja, auch in grün diesmal. Ach, die sind echt schön, muss ich sagen. Hat schon überlegt, ob ich mir neue kaufe, aber ich glaube, ich hatte keine Hasen. Ich weiß gar nicht, was ich gesehen hatte. Oh! Heart and Home. Ich glaube, also die nächste Duftbestellung, die ich machen werde, wird bei Heart and Home sein. Ich bin sowas von überzeugt. Wir haben diesmal die süße Schwarzkirsche. Dieser Plum. Irgendwas mit Pflaume war das. Der war so gut. Oh, Wahnsinn. Das ist ein Kirschenduft. Ich muss aber dazu sagen, alle Kirschendüfte, also auch bei Bonbons oder so, haben für mich was Künstliches. Weil ich der Meinung bin, dass die pure Kirsche einfach als Duft nicht eingefangen werden kann. Also ich finde, das ist bei Erdbeere einfacher, Kirsche ist immer schwierig. Dementsprechend, ich würde sagen, für mich hat es was Künstliches. Viele andere würden sagen, es ist reine Kirsche und der ist richtig schön herb. Also das hier riecht nach Sauerkirschsaft. Der ist schön. Und der wird auf mich warten. Also ich glaube, das ist mein Nachklinikduft, wenn ich dann je nachdem, wann ich jetzt anfange, Ende Mai, Anfang Juni wiederkomme, wird das, denke ich mal, mein Duft sein. Dann sehe ich hier gleich noch einen sehr schönen einen sehr schönen Sommerduft. Da hatte ich auch mal ein Glas bestellt bei Amazon, war allerdings kaputt und ich habe es dann zurückgeschickt, nämlich Mango Peach Salsa. Ein Duft, bei dem man definitiv mal noch ein Glas bestellen könnte. Ja, der riecht so frisch. Ja, und wirklich, wirklich nach Mango und Pfirsich. Nach Mango und Pfirsich. Also der ist so, so unfassbar lecker. Dann haben wir hier nochmal zwei Nuggets von Goose Creek und zwar Peanut Butter Sugar. Da bin ich mal gespannt. Das schreit auch schon so nach Oktober. Der ist schön. Der riecht gut. Nee, ich glaube, der wird heute noch angemacht. Der riecht. Diese Peanut Butter ist ganz sanft. Also ich hätte eher gedacht so, boah, ja, ich knall dir meine süße Peanut Butter ins Gesicht. Dann hätte ich gesagt Oktober. Aber der riecht sehr, sehr dezent, ne? So ein bisschen süß, ein bisschen würzig. Der kommt auch mit auf den, naja, vielleicht tue ich ihn nach links und der wird heute wirklich gleich noch in die Duftlampe getan. Wir müssen nachher nochmal los. Und dementsprechend werden erst heute Nachmittag Kerzen angezündet. Und ich glaube, der macht das Rennen. So, von Bears Wax Bakery hätten wir Leaves. Also Blätter. Kann Herbstduft sein, kann aber auch ein Jetztduft sein. Auch keine Ahnung, was das mal gewesen sein könnte. Vielleicht eine Eule? Oh! Der riecht wirklich nach Blättern. Der riecht nach Blatthaufen. Der riecht gut. Ein bisschen, als ob noch eine Eukalyptusnote mit drinne wäre. Der riecht gut. Und vielleicht noch ein bisschen eine Apfelnote. Der kommt definitiv auch mit auf den Sofort-Ausprobierstapel. Heute ist, glaube ich, der 27. März. Ja, mal so zur Orientierung, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und erst ab April gibt es wieder, ich glaube, die Custom Order bei Bea. Und ich denke, wenn ich den jetzt angezündet habe, da und der warm so riecht, wie er kalt riecht, da wird der bei mir definitiv das nächste Mal mitbestellt.
Von Traumdüfte haben wir noch Vanilla Bean Noel. Das müsste ja einer von Manu, also Manu liebt ja Vanilledüfte, dass er die abgegeben hat. Bin ich immer ein bisschen erstaunt. Oh ja. Der riecht lecker. Ja, eine Vanillemilch mit ein bisschen, mit einem starken Vanilleton. Sehr lecker. Sehr lecker. Der kommt auch auf den Stapel. Ja, dann hätten wir noch von Woodwick. Ich glaube, da war Manu nicht so überzeugt. Vanilla Bean. So, Woodwick habe ich noch gar nicht ausprobiert. Zeig ich mal her. Mhm. Riecht auch nach Vanille. Aber ein ganz anderer Ton als der von eben. Hat noch irgendwas anderes mit drin. So ein bisschen eine holzige Unternote, würde ich sagen. Muss man aber ausprobieren. Grundsätzlich riecht der erstmal auch gut. Ich muss die Manu nochmal fragen, was das mit Woodwick war. Aber ich glaube, das waren hauptsächlich diese von den Knisterkerzen, hatte sie immer erzählt. Muss ich nochmal fragen. So, Vanilla Cake Pops von Traumdüfte. Noch eine Vanillenote. Ja. Der hat ein bisschen was von Butterpopcorn. Also auch die Vanillemilch sozusagen. Aber noch so ein bisschen, ja, wie butterig süßes Popcorn. Muss ich sagen, jetzt in dem dezenten Zustand sehr gut. Dürfte nicht stärker werden. Dann ist es jetzt definitiv auch noch was. Dann hätten wir auch noch Starbucks Coffee und Buttercream. Auch von Traumdüfte. Sieht so aus, als ob sie mal probiert hat und dann gesagt hat, ne. Ich muss sagen, mit Kaffeedüften, kalt, riechen sie meistens richtig gut. Also auch der hat sowas wie eine Kaffeerösterei. Und warm ist es dann unterschiedlich. Also meistens ist die erste Stunde, also in meiner Erfahrung nach, die erste Stunde ist richtig gut und nach einer Stunde geht er mir auf den Keks. Müsste man ausprobieren. Ist dann so ein Küchenduft. Ja. Kaffee kommt bei mir, glaube ich, nur in die Küche, weil ansonsten ergibt zumindest für mich keinen Sinn. Winter Glow, da habe ich ja jetzt auch schon ein paar von diesen schönen selbstgegossenen. Mag ich sehr. Von Yankee Candle. Hebe ich mir aber auch alle auf für so ab November. Ja, ist ein Nadelbaumduft. Und meines Wissens nach mag Manu keine Baumdüfte. Ja, ein sehr, sehr schöner Winterduft. Baumig, aber ganz anders als The Perfect Tree. Weiß ich aber nicht immer, woran das liegt. Ich glaube, der eine, der hat ja mehr Tanne und der andere mehr Kiefer und der nächste hat mehr Fichte. Who knows? So, hier habe ich noch eine Ladung Dekosteinchen. Ich muss das hier nachher erstmal wieder alles aufräumen. Wir hätten noch mehr von Woodwick, nämlich Soft Chambray. Kann ich mir erstmal nichts drunter vorstellen. Das ist Weichspüler. Ein sehr, meiner Meinung nach, ein sehr leckerer Weichspüler. Also ab ins Bad damit. Also wirklich so wie so richtig ein Soft Blanket. Also so ein ganz, ganz sanfter Weichspülergeruch. Fein. Dann hätten wir noch Baby Powder. Ich glaube, das könnte in die ähnliche Richtung gehen. Oh. Riecht sehr putrig, aber irgendwie auch ein bisschen komisch. Hat was von dem Kopfschmerzduft. Würde ich aber im Bad einfach anmachen, die Größe, und dann gucken, wie er sich im Bad entwickelt, aber hat ein bisschen was Komisches. Kann ich euch aber nicht sagen, was es ist. Vielleicht ein bisschen
Ein bisschen parfümig. Ja. Kann ich echt nicht sagen. Ein bisschen parfümig vielleicht. Nicht definierbar. Ist so ähnlich wie Lake Sunset, ne? Don't know. Von Traumdüfte hätte ich noch Vanilla Pumpkin Marshmallow. Der ist ja noch so ein Probierstückchen. Sag ich mal her, jetzt habe ich den Puder in der Nase. Oh ja. Der riecht gut. Ja, also wieder mit einer stärkeren Zimtnote. Also wieder ein Oktoberduft. Ein bisschen Kürbis, ein bisschen Vanillemilch. Ein bisschen Zimt und meistens, bei den meisten Zimtdüften habe ich irgendwie so eine Apfelunternote. Also hier rieche ich auch eine ganz leichte Apfelunternote. Riecht lecker. So, freue ich mich. Ich traue mich ja immer nicht, die Pumpkin-Düfte auszuprobieren, weil ich immer, ich weiß gar nicht, von wem ich das gehört habe, war es die Patty, dass die meistens sehr mit sehr viel Zimt gehoben werden und zu viel Zimt geht dann bei mir auch wieder nicht. Aber der ist schön sanft. Das könnte was werden. Dann nochmal von Traumdüfte, Berrylicious. Den hatte ich vorhin schon mal, ne? Auch von Traumdüfte. Ja. Sehr, sehr starker Blaubeerduft. Himbeere ist auf jeden Fall mit drin. Der ist echt lecker, ein All-Time-Duft. Und der letzte von Traumdüfte. Jetzt kommt mein Männer nach Hause. Melon. Ich hoffe, der macht jetzt keinen Krach. Der riecht nicht nach Melone. Der riecht nach Fräsien. Ist aber Dezember 2018 gegossen. Kann man also nicht sagen, der liegt so lange. Der riecht blumig, also ich keine Melone. Es ist keine Melone. Also ich denke, auch für mich, der ist so leicht, das ist für mich ein Blumenduft, den ich, vielleicht ist es auch Tulpe. ich wieder und meine Blumen. Der ist schön sanft, also den würde ich wieder im Bad anmachen. Und ich denke, der wird auch mir warm sehr gut gefallen. Also den muss ich nicht meinem Männer überlassen. Der kriegt dann andere Burner. Aber es ist keine Melone. Jo, ich zähle mal schnell die Düfte. 33. 33 Düfte und dann noch allerlei andere leckere und nützliche, zum Beispiel die Hautcreme, Zusatzgeschenke. Echt wieder der absolute Wahnsinn. Ich frage mich immer, ich weiß nicht, womit ich es verdient habe. Ich habe mal auch schon gesagt, ich kann dir nicht so viele Pakete schicken, wie du mir schickst. Das ist ja so ähnlich wie mit Jessica. Warum schickt ihr mir so wahnsinnig große Pakete? Finde ich absolut schön. Freue ich mich sehr, obwohl ein paar Düfte dabei sind. Das passiert da wahrscheinlich immer, wo ich mir denke, was? Aber ich denke, alle Düfte hier drin, mit denen ich nichts anfangen kann, kann mein Männer was anfangen, würde ich behaupten. Jetzt, wo ich es ausgepackt habe, kann ich ihn auch mal durchschnüffeln lassen. Ja, saß auch schon auf Glühkohl. Ist da wieder was für mich drin? Ja, lass mich erstmal das Video abdrehen. Der ist ja da immer ein bisschen niedlich und der freut sich jetzt auch so sozusagen über das kleine Paket, was ich ihm schon fertig gemacht habe, für wenn ich sozusagen nicht da bin. Ist das ein Duft für mich? Ja, wirklich süß. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Manu. Ich melde mich gleich auch nochmal per WhatsApp. Hat mich sehr gefreut. Ich werde mich jetzt auf das Studentenfutter erstmal stürzen und Mittagessen kochen. Ja, war wieder ein sehr schönes Paket. Und ja, und die zwei, ich denke, Leaves und Peanut Butter Sugar werde ich jetzt schon mal meine Duftlampen
aus meinen zwei Duftlampen entfernen und werde das schon mal präparieren, sodass, wenn wir dann nachher vom Einkaufen wiederkommen, ich da gleich entsprechend das Teelicht anmachen kann. Und dann bin ich sehr gespannt. So, und in einigen Tagen kann man ja, denke ich, dann wieder bei Bea vorbeigucken und vielleicht ist das Leaves dann tatsächlich wieder im Programm. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Freude gehabt mit meinen Duftimpressionen und mit diesem wahnsinnig großen Paket. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Duftmonat und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Huhu. Ich fand es ganz witzig, deswegen zeige ich euch mal noch die Düfte von Manus Paket, die sich mein Spatze ausgesucht hat für meine Klinikzeit. Zum einen, das war zu erwarten, Lake Sunset, weil wir haben hier kein und sein Glas ist in Leipzig. Das war also zu erwarten. Ich hatte gehofft, dass ihm Baby Powder gefällt und hatte gemeint, ja, das riecht ja nicht schlecht. So dementsprechend, der gehört ihm jetzt auch. Und so sieht man, ich habe ruckzuck Düfte, also nicht Lake Sunset, ne? Aber hier hätte ich gedacht, na gut, ich kann ja vielleicht auch einen halben probieren. Und wenn er mir nicht gefällt, dann kann ich ihn auch in ein Tauschpaket packen. Weil vielleicht jemand anders damit glücklich wird. Aber ich habe keine. Also von Manus Paket habe ich nichts für ein Tauschpaket. Deswegen mache ich zurzeit auch keine, weil ich habe einfach keine Düfte zu vertauschen sozusagen. Ja, der Duft, der hatte mich ja wirklich nicht überzeugt. Und dann hat er gesagt, doch, der riecht nicht schlecht so. Auch vom Tisch. Den fand er sehr interessant. Da hatte ich mich ja nochmal mit Manu kurz geschlossen. Sie konnte damit auch nichts anfangen. Also mit Cactus and Sea Salt. Und er hat gemeint, oh ja, also wenn er mir gefällt, dann musst du dann auch mal gucken, wo der her ist. Der wird dann nachbestellt. Ist klar. So, Winter Glow, das war ja ein Waldduft. Ist nicht weiter verwunderlich. Ich habe davon auch noch, ich glaube, zwei Stück aus einem anderen Paket von diesen kleinen Blumen. Oder sind es eher... Ja, sind eher Blumen. Sieht aber auch ein bisschen aus wie ein... Ne? Das könnte auch ein Kugelhupf sein. Ich habe davon ja, glaube ich, auch noch Tarts. Ja, und da habe ich gedacht, naja, Mensch, den einen, den kann er haben. Und ich fand den ein bisschen undefinierbar, diesen Melon. Er hat da... Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was er rausgerochen hatte. Auf jeden Fall was ganz anderes als ich. Was Blumiges. Er hat ein bisschen was Blumiges gerochen. Und ich sage, oh ja, den will ich auch haben. So, also alle Düfte, an denen ich so ein bisschen gezweifelt habe, also an denen hatte ich nicht gezweifelt und bei dem wusste ich, dass es ja ein Liebling von meinem Spatze ist, die sind untergebracht. Nur für diejenigen, die es interessiert, wie so ein bisschen der Geschmack von meinem Männle ist. Die, diese tropischen Früchte, Tropical und Mango Peach Salsa und so, die gefallen ihm auch, aber die zünden mir dann halt beide an. Ja, also das ist natürlich auch sein Geschmack, aber das ist so, das was es dann so ein bisschen düftelt, wenn ich halt nicht da bin. Jo, das war es jetzt wirklich von mir. Bis zum nächsten Video. Tschüss.